und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Riley. Ich hätte das Spiel vorher laden sollen. Es hat erstmal krass geleckt. Ja, und letzten Mal haben wir dieses Let's Play gestartet und wir haben schon einiges erlebt hier. Wir haben hier aber auch ein paar Sachen, die wir noch zu erledigen haben. Heute müssen wir aber zum Glück nicht arbeiten. Ist ja ein Träumchen. Deswegen wäre es vielleicht intelligent, wenn wir uns dann zumindest an unser Buch setzen und wenigstens dann schon mal ein Buch abschließen. Weil sie hat es als Wunsch und sie möchte die ja spenden. Vielleicht schaffen wir es diesmal aber auch endlich mal Romy und Raoul zu besuchen. Das würde ich dann nach dem Buch versuchen. Yay, 9 Simoleons. Immerhin, wa? Ach, süß. Aber ich glaube nicht, dass Raoul so viel Bock hat, Hüpfekästchen zu spielen in seinem Alter. Yay. She did the thing. 94 Seiten hat sie geschrieben, wow. Ach, sie kriegt trotzdem Tantiemen, auch wenn sie die nicht selber veröffentlicht. Also ich meine, dann ist es ja sogar noch besser. Sie würde gerne 500 Tantiemen pro Woche erhalten. Jetzt ist halt die Frage irgendwie, kriegen wir das eigene Buch dann gar nicht? Sie direkt am Game, Alter. Kannst du mal kurz das Bett machen, wenn wir jetzt schon die Zeit dafür haben? Und sie kann auf jeden Fall auch die Zeitung lesen. Aber wir haben auch gar kein Bücherregal, ne? Sie wünscht sich ja auch Geld auszugeben, deswegen vielleicht kaufen wir einfach mal eins. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Platz, aber dieses hier ist doch ganz süß. Vielleicht kriegen wir das dann, I don't know. Ich würde gerne dieses hier darauf abfärben. Warum ist das so viel dunkler? Ja, wenn man das ein bisschen heller macht, dann geht's. Dann ist doch alles fit hier. Nee, tatsächlich nicht. Mein Buch ist da nicht drin. Hä? I am confused. Egal, dann wird das hier anscheinend nichts, weil wir unsere Bücher nicht behalten können. Warum auch immer. Drama Junge geboren? Ich weiß zwar nicht, welcher Haushalt das genau sein soll, aber interessant. Oh, es wurden einige Kinder geboren. Spannend. Es sind alles Jungen. Warum? Ach süß, und Leute haben geheiratet. Und warum ist da ein Zwerg aufgetaucht? Können wir den 1000 Simoleons? Hallo? Gerne. Dann recycle die mal. Mein Spiel ist gecrashed. Sehr schön. Wir sind back in business. Nach 20 Minuten. Ich habe jetzt alles nachgestellt und gespeichert, aber ich würde jetzt trotzdem gerne eventuell meine Familie besuchen. Die sind schon wieder nicht da. Wow. Dann halt nicht. Und auch diesmal habe ich das Buch nicht bekommen. Aber anscheinend sind das Dinge, die passieren. Sophia ist auch nicht da. Dann gehen wir vielleicht einfach mal in den St. Mary's Central Park, weil da ist ja auch das Fest und vielleicht ist das ja was für uns. Leute kennenlernen und so, vielleicht Leute interviewen. Für unsere Arbeit so. Ich meine, sie möchte ja auch mit jemandem Freundschaft schließen. Sie möchte ein Grußkartenfoto machen. Das finde ich richtig süß. Noelle ist hier süß. Lass Foto mit Noelle machen. Das brauche ich in meinem Leben. Das ist eine tolle Grußkarte, danke. Girl, you're looking good. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ihr das Outfit seht, oder? Aber ich finde, es ist so geil. Wir können ja mal kurz ein bisschen reden. Sie möchte unbedingt Rollschuh laufen gehen. Darf sie natürlich auch machen. Wir betiteln das mal gerade. Weil sonst vergesse ich das immer. Zoe und Noelle Sommerfest. Was ist denn die Rollschuhbahn? I can see her. Haben wir hier keine? Wie traurig. Dann wird das mit dem Rollschuhlaufen natürlich nichts. Luke Torres und Shelly Torres sind hier noch. You're looking wild, girl. Aber an sich ist das hier richtig süß. Sie möchte auf jeden Fall Lose sammeln. Dann kann sie ja eine Wasserbombenschlacht veranstalten. Und da können ja so ein paar random Leute mitmachen. Weil ich glaube, da kriegt man dann auch Lose. Süß, einfach ein random Kind macht hier mit. Love it. Oh. Ich möchte einfach mit dem Huhn von Sophia reden. Es ist schon süß hier. Ich möchte aber gleich auch so ein Bettessen mitmachen, weil sie hat Hunger. Und potenziell können wir da gewinnen. Und ihr Hungerbedürfnis wird gefüllt. Okay, dann hör auf. Ach so, es kommt erst noch ein neuer Wettbewerb-Dings. Aber ich hoffe, dass das gleich schon ist. Dass sie dafür jetzt keine Lose bekommen hat. Hallo? Oh, hi. Wer bist du denn? Clarissa Springs. Aha. Wir haben diese ganzen Promis hier. Misty Shin. Können wir mal Hi sagen? Weil die sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist eine Meerjungfrau. Kennenlernen. Da kannst du sie ja auch mal interviewen. Vielleicht wird das ja was. An Wettessen teilnehmen. Ja. Dann können wir sie ja mitmachen lassen. Was du so gerade kennengelernt hast, so, lass mal am Wettessen teilnehmen. Ich weiß übrigens nicht, wieso dieses Spiel so dunkel aufgenommen wird, weil für mich ist es auf jeden Fall auch heller. Aber ich habe auch eigentlich nichts geändert, deswegen, I don't know. Ah, wir werden es überleben, oder? Nein, nicht zusehen, ich will teilnehmen. Der Tisch ist voll, Alter. Aber hier machen nur 3 Leute mit. Fies. Nö, dann geh lieber nach Hause. Das mit dem Interview hat anscheinend auch nicht geklappt. Super. Produktiver Tag mal wieder.
Immerhin ist unser erstes Buch fertig. Auch wenn das hier nicht funktioniert. I don't know, was das Problem ist. Vielleicht kriegen wir das auch zugeschickt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das in Sims 3 war. Isst erstmal ein paar Waffeln. Das war hier schon wieder ein ganz wilder Tag. So, jetzt geht sie schon nach draußen, um zu essen. Na schön. Vielleicht sollten wir diese Pflanze dann wirklich entfernen eigentlich. Macht wahrscheinlich Sinn. Aber ich kann mich noch nicht trennen. Danach kann sie sich eigentlich schon schlafen legen, weil besser wird's hier nicht mehr. Schneller Lerner wäre vielleicht schlau. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ins Auge, was uns großartig helfen könnte. Ich glaube, wir kriegen dieses Mal mehr Tantiemen. Also seit dem Absturz. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Es macht jetzt ja nicht den größten Unterschied. Außerdem kann ich daran ja eh nichts ändern. Meine Haare sehen so fettig aus. In dem Licht und so. Aber ich habe sie gerade frisch gewaschen. Sie sind noch nass. Das ist das Problem. Süß, Raoul wurde befördert. Oh, es wird schon wieder angerufen. Mitten in der Nacht. Wir gehen natürlich dran. Ach, Sophia wurde auch befördert. Süß. Lieb's. Raoul ruft an. Klar, also wir können ruhig telefonieren. Mitten in der Nacht. Sie möchte einen Hirsch sehen. Warum? Ich würde mir wünschen, dass wir heute unsere Family besuchen können. Jetzt gewöhnt sie sich an, immer hier draußen zu essen. Ich meine, bei dem Wetter kann ich es schon verstehen. Also, sobald es kühler wird, ist es ein bisschen schwierig. Es sind 21 Grad, da kann man schon mal draußen sitzen auf der Bank, wa? Oh mein Gott, es ist mal jemand zu Hause. Mal gucken, ob sie immer noch zu Hause sind, wenn wir dort ankommen. Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe vergessen, dass sie jetzt U-Bahn fährt. Ich will ein Auto. Sie wird schon wieder angerufen. Hallo. Aha. Endlich, ey. Hallo. Er ist noch in der Dingenskleidung. Nach Tag fragen, bitte. Hi, Boy. Ihr habt sie echt schön. Romy ist anscheinend nicht da. Aber hallo. Du kleine Mausi, Dexter. Süßi. Auch wenn er gerade das kaputt macht. Schade, dass Romy nicht da ist, aber... Guck mal, wir können ja unseren Dad mal interviewen. Es hilft uns in der Karriere und wir haben zumindest unseren Dad mal wieder gesehen. Die haben auch eine krasse Karriere. 4x4, Alter. Kann ich die klauen? Hauptsache, die Katze guckt hier Fernsehen. Sehr schön. Dann können wir ja trotzdem noch ein bisschen miteinander quatschen. In der Hoffnung, dass Romy vielleicht doch nochmal irgendwie hier vorbeischnallt. Guck mal, die kriegen auch Zeitung. Schön. Können wir die ja mal lesen. Oh mein Gott, er malt sogar ein Bild. Er ist halt wirklich wie Sims 2 Raoul. Der war ja auch dann in seiner Freizeit Maler und so. I love it. Als würde dieses Spiel das wissen, ey. Yeah. Wir haben unsere Tantiemen erhalten. Hier ist... Nein. Oh mein Gott. Romy ist, glaube ich, verglitscht. Obwohl hier Raoul verglitscht ist, weil er hat kein Bild. Oh mein Gott. Aber ich kann Romy nicht sehen. I hate this. Da ist natürlich kein Wunder, dass wir das hier nie funktioniert. Oh Mann, oh. Ach, das ist doch scheiße. Ja, ich habe ihr gerade eine Textnachricht gesendet und das geht an sie. Oh nein. Romy is broken. Wir gehen lieber nach Hause. Warte. Diskussion anhören? Sie kann ja mit uns interagieren, wir halt nur nicht mit ihr, weil wir sie nicht anklicken können. Also ich meine, ich kann mal versuchen, sie zurückzusetzen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Also ich sehe sie nicht. Geh lieber nach Hause. Bisschen spooky. Sie würde gerne eine Gehaltserhöhung bekommen. Kann ich nachvollziehen, dass man sich das wünscht. Wenn sie diese jetzt auch liest, ne, kriegt sie dann nochmal einen höher? Dann hätte ich das System nämlich ein bisschen ausgedribbelt. And I'd love that. Wir haben auf jeden Fall Post bekommen. Vielleicht ist es ja wirklich so mit den Büchern. Ich weiß es nicht. Oh, es hat sogar wirklich funktioniert. Wow. So, und die kommen weg. Wir haben tatsächlich das Buch bekommen. Aha. Ach, süß. Ha, 1 von 3. Perfekt. Wir können ja dann unsere Story schreiben. Positive Story schreiben über Raoul. Wir schreiben ja nichts Negatives über unseren Vater. Aber wir würden ja schon gerne befördert werden. Auch wenn wir noch nicht so krass weit in unserer Schreibfähigkeit sind. Aber wir lernen ja Schreibfähigkeit dadurch. Und wir schreiben, wir machen was Gutes für unsere Arbeit. Ja, ja. Und danach wird gegessen. Noch sind die Waffeln gut. Komplimente sind gut und schön, bringen einem im Endeffekt aber rein gar nichts. Raoul fand den Artikel von Ruddy zwar ganz toll, nur schade, dass kein anderer der gleichen Ansicht war. Ist mir egal. Das macht ja keinen Unterschied, oder? Ich meine, ich kann auch irgendwann mal in den Mülltonnen von irgendwem wühlen und dann mal eine negative Story verpassen, aber... Sophia ruft an. Das ist wichtig. Ach, sie möchte aber nur plaudern. Na gut. Sie möchte ein... Achso, ich dachte, sie wollte ein Date mit Sophia haben. Aber sie verliebt im Arm ist natürlich auch süß. Passiert vielleicht eher, als Freundschaft mit jemandem zu schließen. Ich sag, wie es ist. So, Waffeln essen und dann wird geschlafen. Morgen ist wieder arbeiten. Okay, waschen hat sie auch keinen Bock drauf.
Dann ab in den Müll damit. Die ganze Zeit kommt hier, dass Noelle und ihr Freund halt so richtig in Love sind. Und ich finde es richtig süß. So, guten Morgen, Sonnenschein. Morgendliche Dusche ist angesagt. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt bei unseren Nachbarn wühlen. Aber so weiter entfernte Nachbarn könnte eine Sache sein, die interessant ist. Er wohnt hier. Klein. Fahrgemeinschaft kommt gleich, ich weiß. Er sieht das so voll, aber okay. Wir machen das schon. Oh, wir haben Schrottteile bekommen. Oh. Beleidigung anhören. Ich glaube, sie hasst uns. Aber das ist schon okay. Ja, ich weiß. Aber wir sind ja schon auf dem Weg zur Arbeit. Wir können ja mal gucken, wie viel kosten Autos. Das günstigste Auto. 950. Ja, also wir brauchen halt aber auch dann den Autorastplatz. Hier ein bisschen was wegmachen. Das muss weg und die können wir ja behalten. Ja, mal gucken. Wir können uns eventuell ein Auto leisten. Ja, sie kann ja weiter schreiben üben. Jetzt ist die Frage, hat sie genug herausgefunden, dass sie eine Story schreiben kann eigentlich? Nein, leider nicht. Das ist schade. Level 4 im Schreiben. Vielleicht wühlen wir da einfach nochmal nachts oder so. Und dann finden wir vielleicht da was raus. Wenn wir die eh nicht mögen, dann ist es ja eh egal. Dann können wir die auch... Können wir auch eine negative Story verfassen, hä? Sie möchte einen neuen Computer kaufen. Mit ihrer wunderbaren, einfühlsamen Story hat Riley den Simitzer-Preis für sensiblen Journalismus gewonnen. Riley kann sich über einen Geldpreis und die Anerkennung ihrer Kollegen freuen. Wow. Wir haben schon eine Rechnung bekommen, super. 335 hat sie bekommen, sehr schön. Und die 200 von dem anderen Preis, also das... Ja. Ich meine, ich kann natürlich auch ein Fahrrad kaufen, so, aber wir können jetzt eine große Zitrone leisten. Guck mal, so eine schwarze. Ah, und nee, das ist so ein lila, ne? Aber ist auch cool. Yes. I want it. Hat sie auch ihren Wunsch erfüllt, dass wir was Teures kaufen? Warum will sie mal Hüpfekästchen spielen? So, dann muss sie mal die Rechnung bezahlen. Und dann kann sie nochmal diese Zeitung lesen. Dann können wir eigentlich den Zeitungslieferungsdienst wieder abbestellen. Weil dann brauchen wir den ja nicht mehr. Ich liebe sie so, ne? Dann kann ich jetzt nicht mehr hier wühlen. Kann man das nur nachts? Ich glaube, ne? Dann warten wir halt bis zum Einbruch der Nacht. Naja, tagsüber macht es auch nicht so viel Sinn, ne? Vorteile. Bringt 40 Simoleons immer hin. Und das Foto möchte ich hier aufhängen. Süß. Leider ist keiner da. Schade, sonst hätte ich mich mit denen getroffen. Dann darf sie natürlich ein bisschen gamen, weil sie braucht ein bisschen Spaß in den Backen. Sie ist ja auch ein Computerfreak, von daher darf sie das ja sowieso. Heute schon wieder Vollmond, So, vielleicht kann sie jetzt ja noch ein bisschen schreiben. Artikel beginnen. Wir können ja ein Sportbuch schreiben. Oh, oder auch nicht. Dann müssen wir wohl das Ganze reparieren. Okay, jetzt kann ich wieder durchwühlen. Oder kann ich hier hinten nur nicht durchwühlen, weil ich erwischt wurde? Versuchen wir es einfach bei den direkten Nachbarn. Ist doch egal, was die von uns halten. Ich möchte Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen. Also du kannst es dir wünschen, aber ich kann es dir jetzt nicht versprechen, dass es in näherer Zeit passiert. Okay, hier ist so ein Servo. Oh, die kommen gerade nach Hause. Aber sie sagen nichts. Wir haben eine Kerze bekommen. Oh mein Gott. Hilfe? Ein Zombie. Ins Haus eingeladen werden? Was? Oh, und Zombie-Attacke. Hilfe. SOS-Affenalarm. Das ist hier nicht, was ich mir gewünscht habe. Okay, war vielleicht doch nicht so schlimm. Warum wurden wir jetzt eingeladen? Ich kann immer noch keine Story schreiben, weil die das nicht wollen. Ich habe eine Videoaufnahme am Laufen, glaube ich. Oh mein Gott. Nervig. Guck mal, dann können wir ja vielleicht ein Interview mit ihm führen. Man kann mit dem aber auch nichts machen, ne? Ich hoffe, das bleibt das nur, dass das hier nichts wird. Ich habe keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock auf dich. Was mit dem, Bro? Oder muss man tatsächlich Freunde sein dafür? Hi. Kann ich dich interviewen? Dieser Zombie stresst mich. Und Zombie, das Telefon klingelt, Alter. Okay, die hassen mich alle. Aber vielleicht wühle ich dann doch nochmal bei euch. Die haben immer noch Waffeln. Gibt Schlimmeres, wa? Ob ich jetzt bei Vollmond draußen sitzen würde? Schwierig. Sie wünscht sich Bonehilda. Absolut relatable. Aber nein. Noelle ist ein Star? Was habe ich denn da verpasst? In ein paar Tagen ist Musetag. Oh mein Gott! Noelle und ihr Freund wollen heiraten. Sie hat einen unbekannten Samen. Wir verkaufen das einfach mal. Und die Kerze auch, brauche ich nicht. Bei uns ist auch nochmal ein Zombie gespawnt. I don't want you. Vielleicht sollten wir jetzt gerade nicht nach draußen gehen. Und das Klo ist absolut widerlich. Oh, er hat sich verpisst. Das Spiel hängt, Hilfe. SOS. Oh, unsere Waffeln sind, glaube ich, auch endlich mal abgelaufen. Wir kriegen auf jeden Fall einen Arbeitsboost. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, auf geht's zur Arbeit. Sie kann ja einfach mal normal arbeiten. Aha. Okay, zeig mal. Wow. Das hat super funktioniert. Und wir sind jetzt Besties mit unserer Chefin. Christy Letsch.
Nicht schlecht. Ich habe nochmal mit meiner Story 200 Simoleons gemacht. Hör mal. Oh, sie wurde befördert. Girl. Warum steht da LOL? War. Sie möchte in einem Restaurant essen gehen. Vielleicht laden wir Sophia mal zu uns ein, wenn sie Lust hat. In 7 Stunden? Ich weiß ja nicht. Ich wollte ein Sportbuch schreiben. Fit werden in 3 Schritten. So. Das klingt doch nach einem Titel. Wow, Noelle, wow. Alle werden hier befördert. Ich finde das richtig süß. Ich mag halt, dass das alles so voranschreitet. Sie ist ein bisschen stressed out. Aber sie hat zumindest schon mal 14 bekommen für die ersten Kapitel. So, und jetzt game doch mal ein bisschen. Computerspiel, sie kann ja ein Rennspiel spielen. Und heute Nacht versuche ich vielleicht nochmal bei jemandem im Müll zu wühlen. Ach, sie ist ein Nerd. Ich finde, das passt aber auch zu ihr. Also ich könnte jetzt wieder durchwühlen, aber wir warten mal. Weil die sind gerade alle dabei, wieder nach Hause zu kommen, I guess. Der guckt einfach aus dem Fenster. Ich heule. Riley hat anscheinend etwas Interessantes gefunden. So, der schmeißt jetzt erstmal diesen ganzen Müll weg. Die Schrottteile kommen auch wieder weg. Das Schaumbad finde ich eigentlich ganz geil, weil man das ja dann auch wirklich benutzen kann. Deswegen behalte ich das. Dann soll sie auf jeden Fall erstmal duschen gehen, weil sie stinkt. Und dann wird noch was gegessen. Kochen Level 2, das heißt, die Hütte brennt nicht mehr so schnell ab. Und danach wird dann auf jeden Fall erstmal gepennt. Und weil unsere Nachbarn uns jetzt ja eh hassen, können wir dann ja auch eine negative Story schreiben, wenn wir dann über die schreiben. Vermutlich arbeitet Sophia halt bis 21 Uhr, ne? Wahrscheinlich arbeitet sie dann nachmittags. Das ist halt dann schwierig. Oh, sie kann sogar nur eine negative Story schreiben. Oh, oh, oh. Aber die schafft sie nicht zu Ende zu schreiben. Ich hoffe, man kann das fortführen dann. Ah ja, kann man. Schreiben üben ist gar nicht mal schlecht, glaube ich. Wir bleiben mal dabei. Weil sie hängt ja sowieso ein bisschen hinterher, in Anführungszeichen. Lies den Artikel, bevor die Zeit abläuft, um deine Jobleistung und die Beziehung zu deinem Chef zu bessern. Klingt eigentlich ganz gut. Wenn ich nur was lesen muss, let's go. Artikel des Redakteurs. Ja, das ist ja easy. Wir können ja Sophia vielleicht nach der Arbeit direkt einladen zu einem Restaurant. Weil noch müsste sie ja dann Zeit haben. Muss aber erstmal finden, wo es ein richtiges Restaurant gibt. Ah, hier ist ein Steakhouse. Da gehen wir hin. Ach, das ist ja direkt nebenan. Hört sich gut an. Yay. Und dann kann sie ins Restaurant gehen und dann kann sie auch mit ihrer Freundin wiedersehen. Und was ist das denn für eine Karre? Geschwindigkeitsmaschine. Nicht nach Hause gehen. Du bist verabredet, Girl. Ein Sim-Roboter. Ja. Hier gehen ganz viele Leute mit ihren Kindern hin, anscheinend. Spannend. Mein Girl ist anscheinend auf dem Weg, weil es steht, dass wir angesprochen werden. Ja, hi. Können wir uns bitte verliebt umarmen? Das ist mein Wunsch. Die sind so süß, ne? So, jetzt knuddelt euch mal. Als ob sie jetzt Nein gesagt hat, was? Müssen wir halt langsamer angehen hier wieder. Obwohl wir ja eigentlich schon komplett into it sind. Aber naja. Oh, da ist jemand gerade. Hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Well, ein wunderbares Date. Wünscht sie sich. Ja, wir gehen ja jetzt gleich auch hier essen mit Verabredung. Zwischendurch gar keinen Bock auf uns, ne? Ich weiß nicht, was ihre Mission ist. Schick, schick, habt ihr euch gemacht. Na dann mal los. Die Sims von Nachbartisch beginnt plötzlich ein Geburtstagslied anzustimmen. Wie reagierst du? Singst du mit oder tust du so, als wäre nichts? Wir singen mit. Sie hat eine Gehaltserhöhung bekommen, interessant. Ah, weil der Chef da ist. Süß. Sie lehnt halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen ab, was ein bisschen schwierig ist. Weil so können wir natürlich nicht wirklich erreichen, dass wir hier Happy Family werden, ne? Ich weiß aber auch nicht, was jetzt ihr Problem ist, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht können wir sie jetzt ja endlich mal wieder verliebt umarmen. Wir wollen sie ja noch nicht mal küssen oder so. Weißt du, warum lehnt sie eine Umarmung ab? Ein schüchterner Kuss, wie wär's? Tief in die Augen blicken. So, bei euch läuft auf jeden Fall. Dann geht mal zusammen nach Hause, maybe? Weil wenn ihr jetzt schon hier so in der Öffentlichkeit rummacht, ne? Also, dann kann da ja vielleicht auch mal was laufen. Ich weiß gar nicht, hatten die da in Sims 2 was miteinander? Nee, ne? Wäre so deren First Time so. Oh, okay, sie nimmt ihre Freundin nicht mit. Sie muss selber fahren. Das macht man anscheinend so. Möchtest du über Nacht bleiben, können wir sie fragen. Ich kann Baby machen drücken, ne? Und die Frage ist, geht das? Ich kann es einfach mal andrücken, wenn wir jetzt schwanger werden würden, ne? Also es wäre schon wild. Aber ich hätte jetzt auch nichts unbedingt dagegen. Und wenn, wäre ich gespannt, wer von beiden schwanger wird. Oh, die gehen in eine Dusche. Oder auch doch nicht. Ich meine, wenn das immer abbricht, dann liegt es vielleicht daran, dass es nicht geht. Nee, doch, jetzt geht's. Sie geht auf jeden Fall vor. She chillin' in the shower. Und Riley kommt hinterher. Habe ich eigentlich vorhin Zoe geschrieben? Ja, ne? Ich bin so lost. Da kam ich gerade ein bisschen durcheinander mit was. Da kam der Baby-Sound. Das klappt anscheinend wirklich. Wir gehen lieber schlafen. Oh mein Gott. Also, wenn da jetzt Dinge passieren, dann
Halleluja. Und sie trägt endlich mal ihre richtige Kleidung. Süßi. That's her. Weil ich hatte sie heute frei. I guess. Sie ist richtig stolz, weil sie Techtelmechtel hatte. Ich meine, wenn da jetzt wirklich jemand schwanger werden sollte von den beiden, ne? Dann lasse ich die aber auch zusammenziehen, weil sonst, finde ich, macht das nicht so viel Sinn. I don't know. Die würden sich halt schon gegenseitig unterstützen, würde ich sagen. Sie sind verheiratet. Aww. Oh, und sie sind zusammengezogen. Süß. Es ist Mußetag. A. B. Es ist Übelkeit. Sie möchte eine Poolparty veranstalten, aber wir haben noch nicht mal einen Pool. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass Sophia jemanden schwängern kann. Also. aber wir ziehen dann schon zu Sophia, oder? Aber ich glaube, sie hat ein bisschen mehr Platz. Aber. Was geschieht hier? Ich weine. Kann sie danach bitte das lesen? Sie so im Game erstmal. Achso, jetzt muss sie erstmal kotzen jetzt. Oh, davon brauche ich auch ein Foto. Yummy. Ich glaube, das könnte auch ein gutes Thumbnail abgeben. Sie so, ja, ich sitze jetzt hier und chill. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ist ein bisschen eskaliert. Once again. Aber ihr Süßen, ne? Wie sie sich dann dazu setzt, ne? Das sind Dinge, die hätte ich so nicht gedacht. In 10 Tagen wird sie schon zur Erwachsenen. Hilfe. Aber ich glaube, mit unserer schwangeren Riley bleiben wir hier zurück. Ich kümmere mich nächstes Mal darum, ja. Ich wollte es doch nur austesten. Aber egal. Es ist in Ordnung. Dinge passieren. Was wäre ein Let's Play ohne irgendwelche Upsis? Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir dann vermutlich ein Kind auf die Welt bringen. Also wenn ihr irgendwelche Namensvorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!